Hallo, mein Name ist Barry Goldman. Ich bin der Regisseur von Was ihr wollt. Hallo, mein Name ist Sebastian Miro und ich bin ein Clown. Ach ja, Entschuldigung. Hallo, mein Name ist Barry Goldman. Ich bin der Regisseur von Was ihr wollt. Mein Name ist Sebastian Miro. Ich spiele in Was ihr wollt von William Shakespeare den Grafen Orsino. Hallo, ich bin Lilly Lorenz und ich spiele hier im Sommertheater Viola Cesario. Hochverzüglichste, unvergleichlichste Lady. Die Himmel mögen all ihre Düfte über sie ergießen. Düfte ergießen? Der hat ja Stil. Mein Anliegen, Lady, ist allein für ihr höchst empfängliches und geneigtes Ohr bestimmt. Düfte empfänglich und geneigt. Das merke ich mir, alles vier. Schließ das Gartentor und lass mich für meine Audienz allein. Ja, das Proben auf dem Marktplatz. Es ist eine Herausforderung auf mehrere Seiten. Eines ist, wir sind doch in der Natur. Na? Wir haben den Wind, Regen, Geräusche, Hitze, Sonne, alles möglich. Kein Mücken bis jetzt. Gesperrt von wilden Hunden und wilden Tieren, aber ist doch eine Herausforderung. Straßentheater ist eine Welt an sich und eigentlich wir sind in unserer Welt und um uns ist eine ganz normale Welt. Alles ist wirklich, wirklich. Auch wenn ich wirklich in Verwirrung bin, bin ich doch nicht verrückt. Aber dieser Zufall, dieses Glück übersteigt jede Logik. Also das ziemlich Wundervolle am Open Air ist, dass man draußen ist. Also ich finde es wahnsinnig toll, den Wind zu spüren, die Vögel zu hören. Es geht dum 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 dum. Jetzt, wir müssen dann wieder zurück von Anfang Musik. Man Namen ruft, wird zurückgerufen. Lilly! Man kann sich nicht entziehen, man ist die ganze Zeit präsent. Es gibt kein künstliches Licht, keinen geschlossenen Raum. Man muss da sein. Das mag ich sehr. Hey, come away. Come away, Also als allererstes habe ich mich gefreut, in der Schneiderei bei der Anprobe endlich mal einen gut sitzenden Anzug anzuziehen und nicht wieder ein knappes Kleidchen. Das macht sehr viel Spaß, diese Figur auf ihre Männlichkeit zu untersuchen. Also Viola spielt ja einen Mann und ja, die Frage, was das bedeutet, wo ist das im Körper, wie sieht man aus, wie spricht man, wie versucht man sich zu verkaufen als Mann. Das war das, was mich eigentlich am meisten daran gereizt hat, zu untersuchen. Was ist Identität? Was ist Liebe? Ist das Geschlecht vorrangig bestimmend für den Menschen, in den ich mich verliebe? Kann das wechseln? Identität ist etwas Instabiles, sagt der Narr in unserem Stück. Die Lady hält sich keinen Narren, bis sie verheiratet ist. Ich bin nicht der Narr der Lady, ich bin ihr Wortverdreher. Da ist er ja. Was ihr wollt, ist so ein beliebtestes Stück von William Shakespeare, sagt man. Und man sagt, das ist auch die beste Komödie, was er hat geschrieben. Das weiß ich nicht, vielleicht doch umstritten, aber ich finde, was das hat, ist in diese ganze Theme und in diese Kontrastthemen, das auch in die Hauptfiguren, und in die verschiedene dramatische Strände dann durch, ist auch, was sehr witzig ist von der Situation und auch, was sehr tragisch ist von derselben Situation. Und das macht ein gutes Theater. Ich meine, William hatte dann ein paar
sehr gute Ideen und hat das dann alles hier so integriert in diese raffinierte Stück, auch mit der Sprache. Die Sprache ist auch voll mit Bilder, voll mit Leidenschaft und auch teilweise sehr ordinär. Und dieser Kontrast, das macht dann irgendwas zugänglich für uns im Publikum. Genauso wie vor 400 oder 500 Jahren, glaube ich. Hallo! Wie geht's mal, Volio? Du lächelst? Es geht um eine ernste Angelegenheit. Es geht um Liebe. Ja, ich könnte auch ernst sein, aber das verhindert die Blutzirkulation. Strumpfbänder. Komm her, mein Junge, komm. Meine Gedanken sind reif für düstere Taten. Ich will das Lamm, das ich so liebe, schlachten. In was ihr wollt, geht es um die totale Ungewissheit, wer wir sind. Warum sollte alle denn, was wir wollten, in meine Inszenierung anschauen? Weil es ist genial, einfach. Nee, weil das ist, weil ich glaube, dass das Stück ist wirklich ein sehr interessantes Stück. Auf verschiedene Gründen. Es ist wirklich ein sehr gutes, gut geschriebenes, gut konzipiertes Theater. Bei mir, in meiner Arbeit im Theater, ist es nicht nur, was wir erzählen, aber wie wir erzählen das. Und hier haben wir mit dem ganzen Ensemble hier von Theater Baden-Baden, haben wir dann einen ganz eigenartigen Blick auf, wie wir erzählen das. Es wird dann nicht nur ein guter Abend im Theater, aber doch ein Event hier am Marktplatz. Und wir freuen uns.